Willkommen zurück zu Pokémon Schild. Wir sind hier in dieser, eine Falle, in dieser Höhle, in dieser Galamine. Und wir haben einen Gala-Flunschlick mal hier gefunden. Und in der letzten Folge hat sich unser Wolli entwickelt zu einem coolen Zwollock. Sehr hat mir das natürlich gefallen. Und wir wollen mal versuchen, dieses Flunschlick, dieses Gala-Flunschlick zu fangen. Weil, warum nicht, ne? Was spricht dagegen? Und wie ich sofort merke bei der Änderung zu Gala, es ist von den Farben her dunkler und es ist nicht komplett auf dem Boden, sondern es ist eine Falle geworden. Denn auf der Overworld war es ja einfach nur so ein ganz kleiner Pokéball, also sein Mund da. Aber wie man sieht, ist das eine Falle, weil das ist so eine Bärenfalle aufgebaut. Wisst ihr, was ich meine? Oh Gott, das hat viel Schaden gemacht. Mensch, Zwollock, du bist echt nicht krass als Tank. Das müssen wir noch ändern. Ich will Zwollock als Tank machen. Wie machen wir das? Aber zum einen sehe ich auch noch, dass es nicht komplett auf dem Boden liegt. Es hängt so hinten so ein wenig hoch. Das ist nicht schlecht, das ist sowieso. Mann, nicht nur halt. Just wanted to point that out. No! Was für ein Typ ist das? Das ist aber nicht mehr Wasser, oder? War was überhaupt Wasser vorher? Ich glaube, Wasser Elektro war es vorher, kann das sein? Man merkt, dass ich Gen 5 nicht gespielt habe. Aquavelle überlebst du, oder? Aua. Aquavelle überlebst du jetzt aber, oder? Dann halt nicht. Dann halt nicht. Kann ich jetzt halt leider auch nicht ändern. Naja, nicht so wichtig, denke ich mal. Gut, wir brauchen ein paar Heilungen, so. Wir haben keine Heil-Items mehr so richtig. Das ist ein wenig Belastoquasto für mich, aber ist okay. Ich werde jetzt nicht weinen. Hey, was geht? Mein Pokémon ist heute total übermütig. Wir müssen mal kurz an dir Dampf ablassen. Wie, was mit Nein? Aber okay, wir können gerne kämpfen. Martin? Waggon. Ja, ist definitiv ein Waggon. Los, Ziege! Kämpf gegen Waggon! Lol. Ja, aber Waggon ist doch sicherlich Gestein. Und Gestein ist nicht sehr ansprechlich auf Wasser. Von daher. Und ich habe jetzt Lust, Flecklon demnächst mal zu entwickeln und mir endlich eine Meinung zu der letzten Entwicklung zu machen, weil ich kenne sie ja noch nicht. Und ich bin aufgeregt und zugleich habe ich Angst, weil ich habe keine Lust, dass die letzte Entwicklung von Memmion so ein Pokémon ist, was mir nicht gefällt, weil dann bin ich traurig und ist alles am Arsch. Nach dieser Niederlage ist der Übermut geflogen. Verflogen. Oder so, egal, ja. Sehe ich auch so. Wenn zu viel Energie in einem steckt, ist man oft zu nicht zu gebrauchen. Pokémon kämpfen, wird man die überschüssige Energie wieder los. Mag sein, mag sein. 3 Finsterbälle. Nice, nice. Hier kann man nochmal angeln. Machen wir es mal, warum nicht? Warum nicht? Und was kriegen wir im Kapador? Oh, hau ab, Kamehaps. Niemand mag dich. Ich mag dich nicht. Siehst dumm aus. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Oh, da macht's auch noch Schutzschild. Die nervigste und lächerlichste Attacke in ganz Pokémon. Ha, ich hab dir jetzt eine AP abgezogen. Lololololol. Voll cool, oder? Bist ja jetzt richtig krasser Junge auf dem Schulhof. Damn. Ich beneide dich jetzt voll, Alter. Kopfnuss. Geh baden! Da, coole Animation. Aua, mach mal den Blödsinn hier. Geh mal wieder zurück, von wo du herkamst. Ich mag die Animation. Das hat wirklich wieder so ein Ziege halt. So, Level Up für Zwollock und für Houtini. Ganz, ganz cool, das Ding hier. Hier ist noch ein Flunschlick. Da hat es gerade nochmal gesehen. Man denkt immer, es ist so ein mini kleiner Pokéball, aber dann... Nein! Es ist ein Pokémon!
Wir müssen jetzt erstmal schwächen. Aber ich habe keine Lust. Weil es wahrscheinlich eh zu lange dauert. Ich kann es so kurz versuchen, aber. Irgendwie habe ich keine Lust. Weil es eh zu lange dauert. Aber Fleckleon wird sich bald entwickeln. Nach 8 Level-Ups, soweit ich weiß. Ich bin schon gehypt. So, aber diese Folge wird nicht passieren, deshalb rede ich mich nicht mehr drüber. Okay, passt, 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 perfekt, perfekt. Bleib einfach im Ball und dann passt alles. Okay? Cool, oder? Bist du auch cool, ne? Nein? Ich dachte, du... Aua, aua, aua. Mensch. Es tut weh, Mann. Wie wäre das mit einem Fensterball? Die findest du doch richtig cool. Hier in der dunklen Höhle, schon finster. Hab ich recht? Ja. Ich hab doch Ahnung, siehst du? Ja, ja, ich dachte mir schon, der gefällt das mehr. Bist ja auch so ein Galaflohnstück, nicht so ein normales. Nicht so ein Normie. Fleck Level 29 und Toxi Level 22. Ich weiß gar nicht, warum ich Toxi jetzt auf einmal im Team hab. Ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt im Team haben will. Leute. Müsste mal nachgucken demnächst, wann es sich überhaupt entwickeln sollte. Hi, ich will gleich erst kämpfen. Können wir noch an. Oh, lol, sieht das da hinten? Schade, dass wir keinen Surfer im Moment haben. So, weil hier gibt es hier Griffklaue. Verlängert die Dauer von Klammergriff Wickel. Okay, ja, freue ich. Ich habe keine Lust mehr auf Arbeit, also lass uns kämpfen. Dann zeige ich dir mal meine Muskeln. Wie du willst. Steffi. Dein Kiesling wird da auch nicht helfen. Wenn ich und mein Zwollock sind richtig OP. Und bye bye, Kiesling. Bruchrüstung. Verteidigung sinkt, aber Initiative steigt. Ja. Nochmal Bruchrüstung. Finde ich gut. Passt mir eigentlich gut. Was setzt du ein? Katapult. Na, wird nicht viel Schaden machen. Nee. Noch mal ein Doppelkick, krass verdient. Ich bin trotzdem schneller, haha. Armes Kiesling. Tja. Ist dann nun mal so. Und noch ein Kiesling? Nee, ein Praktiball. Cool. Ein Praktikant mit dem Ball. Ja. Es ist immer noch so seltsam, Praktiball ohne diese. Ohne eine Pixelart zu sehen. Das habe ich noch nie gehabt. Ich habe das in Sonne, Mond. XY Omega Rubin Alpha Saphir nie gesehen. Das Pokémon. Deshalb ist das gerade so. Ja, für mich. Ich weiß, ich habe es im Pokepark gesehen, aber da kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern, ob das überhaupt so aussah oder ob das ein ganz anderes Model war. Es war auf jeden Fall ein anderes Model, aber ich weiß nicht, ob es ganz anders war. Wisst ihr, was ich meine? Na, egal, nicht wichtig. Also Pokepark 2, meine ich. Da gab es ja schwarzen weiß Pokémon. Nice, gewonnen. Gut gemacht, Zwollock. Oh, für Pokémon-Kämpfe braucht man wohl andere Muskeln als auf der Baustelle. Tja. Das habe ich nur durch Zufall aufgeschnappt, aber angeblich können selbst Pokémon der gleichen Art unterschiedlich stark sein. Okay, wie meinen Sie das? Weiß ich nicht. Oh. Team Yell. Hey, hast du mal eine Minute? Du nimmst doch an der Arena-Challenge teil, stimmt's? Im Momentometer ein echter Arena-Challenger. Das schreit nach einem Kampf. Wieder. Hey, was ist denn hier los, Maike? Ist das dein Fanclub? Du bist ja bald fast so beliebt wie mein Bruder. Sag mal, geht's eigentlich noch? Wir sind gerade mitten im tiefsinnigen Gespräch mit der da. Mach Platz für Hopp, den zukünftigen Champ. Hey, warum will der jetzt auf einmal kämpfen? Boah, guter Witz. Nur schade, dass er nicht lustig war. Oh. Wenn er das nicht lustig genug war, könnt ihr gerne kämpfen. Einem echten Trainer zaubert ein guter Kampf sofort ein Lächeln aufs Gesicht. Lass uns zusammen kämpfen, Maike. Bist du bereit? Ja. Unsere Empfehlung für die Arena-Challenge stammt vom Champ Harris persönlich. Wenn ihr nicht wisst, was das bedeutet, müssen wir es euch eben zeigen. Pfff, dann macht mal schön auf. Wir zeigen euch, wie alles bei der Arena-Challenge zugeht. Was tun diese Knilche sich einfach zusammen?
Unser Plan war es doch, hier zu warten und einen Challenger nach dem anderen abzuservieren. Wir sind doch Challenger. Naja. Team Air hat eh keine Ahnung, was die labern. Ja, oh, Geradax. Ui. Oh, es ist erst Level 22. Oh, es tut mir so leid, Torb. Wir haben beide zwei Pokémon. Oder? Ich glaube schon. Ein Geradax hat er. Hm, cool. Also ein Gala-Geradax. Nein, Wolli! Nein, Wolli! Oh, nein! Ich finde, Pokémon hat eigentlich, Hopp. Wow, Wolli, das war echt... Wow. Wow. Das war klar. Das war klasse, du. Sehr cool. So, du gehst immer weg, Gaunux. Einer weniger. Level up? Nein, noch nicht. Oh nein, nein, auf mich, auf mich! Nein, Wolli! Nee. Kleopatra? Nee, Kleopatra, ich dachte mir schon. Kickerlo! Ja, moin, du. Oh, Nehmen wir mal. Nehmen wir mal. Welchen Level sind die denn? Ich weiß nicht. Lassen wir mal Kremit kämpfen, würde ich sagen. Hat er schon lange nicht mehr gekämpft, die arme Kremit. Die will sich auch mal entwickeln, aber er kann erst nach der, ich glaube, dritten. Weiß ich mich drin, nicht dran erinnert habe. Weiß es nicht genau. Aber Kremis ohne ihre Weiterentwicklung nicht ganz so geil. Leider. Aber das wird noch, das wird noch. Ah, da ist auch gar nichts hier. Da geht's jetzt erstmal auf die Nuss. Welche Attacke denn? Ich mach das nochmal. Naja, das brauchen wir eben nicht. Machen wir mal das Geradax zuerst. Weil. Warum nicht? Es müsste eigentlich normal effektiv sein. Soweit ich weiß. Bin ich dumm? Nein. Doch, ja, aber in dieser Situation nicht, oder? Nice! Gut gemacht, Kickerlo. Ein Volltreffer war das. Epic. Aber Kickerlo ist echt ein cooles Pokémon, tatsächlich. Kremi und Zwolok Level Up. Und Evoi auch. Cool. Was bist, wer will besser lernen? Wer? Wer ist das jetzt? Ach, Evoi! Achso! Achso, achso! Okay! Oh, cooler Augen weg. Für Biss! Nice. Zwarlock Level 26, ja. So, der hat kein Pokémon mehr und ich mache Diebeskuss. Ist es sehr effektiv? Das war jetzt voll der Zufall. Lol. Ja, moin. Lass mich bitte zuerst angreifen. Ich werde endlich. Ja, egal. Gut gemacht, Kickerlo. So, was ist sein nächstes Pokémon? Sein letztes? Toxel Level 23. Cool, cool, cool. Ein Pampam. Und ich bin jetzt tot. Aua, aua. Armstoß. Ey, lass mal meinen Kickerlo in Ruhe. Mein Bro. Ey, lass ihn mal in Ruhe, Bro. Ich küsse dich jetzt. Und strafe. Aua, hat mir getan, der Kuss. Ah! Ich will noch aufs andere Geschlecht. Ja, Arme. Jetzt können wir selbst einen Fanclub gebrauchen, der uns wieder aufbaut. Vielleicht hätte ich eine Chance gehabt, wenn ich mich mit einer Tröte erschreckt hätte. Nein, selbst dann wärst du ein Noob gewesen. Jetzt check ich das erst. Dieser Knirsch ist der kleine Bruder des Schems. Hätte ich nur auch so einen tollen großen Bruder gehabt.
Wenn es darum geht, die Flucht zu ergreifen, macht Team Yell so schnell keiner was vor. Ab durch die Mitte! Du bist einsame Spitze, Maike. Aber kein Wunder, bist du auch meine Rivalin. Aber von Kabo fehlt immer noch jede Spur. Wo steckt dieser Typ bloß? Da hilft nichts. Gehen wir noch ein Stück weiter. Vielleicht finden wir ihn ja tiefer in der Mine. Kann gut sein. Kann gut sein. Oh, oh. Cool, cool, was wir hier finden. Guck mal her. Ich will es nur, wie ich ärgere. Ich will es gar nicht. Ich will es so ärgern. Sorry. Tschüss. Oh Gott, nein. Ich wollte das nicht. Ein Bifora. Ich weiß, ich wollte das gar nicht. Lass mich bitte eben in Ruhe. Ich habe nämlich keine Luft. Wir werden auch erstmal unser Wasser-Pokémon nach vorne tun. Habe ich mich gerade einfach so random dazu entschieden. Ja, yeah. Braucht nämlich noch 7 Level-Ups. Für die Entwicklung! Nein, genau das wollte ich gerade nicht. Ich habe es erst im letzten Moment gesehen. Fliehen, bitte. Danke. Hier gibt's irgendwas. Ja. Ein Säckchen Pudersand. Okay. Oh, ich wollte gar nicht. Nein, nein, ich will gar nicht. Ich will gar nicht. Ich weiß. Ich wollte gar nicht. Hey, was geht? Mit meiner Dampfkraft kann ich jeden Gegner davon pusten. Ist das so? Manfred. Mit deinem Rotomor aus der ersten Galamine. Passt noch alles? Okay, passt alles. Du bist ein Klacks für mich. Bam! Die den Pflanzenschalter genommen haben, wie kommen die eigentlich hier an dieser Stelle durch? Müssen ja irgendein Wasser-Pokémon jetzt getrainiert haben, oder nicht? Oder Feuer-Pokémon, das auch. Also die Hoplo genommen haben, meinte ich. Onix, krasser Junge. Da machen wir auch keine Angst hier. Schmeiß dich ab. Tschüss. Kein Problem. Für eine Queen wie mich. So. Hau ab. Du hast ja auch ordentlich Dampf drauf. Tja. Hast du wohl nicht, wa? Wir in Gala haben der Dampfkraft einiges zu verdanken, weißt du? Erst mit der Erfindung der Dampflokomotive. Achso. Hat sich nämlich das Eisenbahnnetz in der ganzen Region ausgebreitet. Wenn du es so sagst. TM 49 Sandgrab. Leider haben wir kein sandiges Pokémon, was ich das gerne beibringen könnte. Nein, nicht rein. Oh Gott, war knapp. Oh Gott, wir sind überall Fallen. Nicht rein. Team Yell, ich bin euch ja dankbar dafür, dass ihr bei meinem Training zur Hand geht. Aber ein Waggon bei der Arbeit zu stören ist völlig inakzeptabel. Wir wollten es doch gar nicht stören, wir sind riesige Fans von Waggons. Lass stecken, Alter. Nach dem Kampf gegen den Typ bin ich zu platt, um mich weiter mit ihm zu streiten. Lass uns eine Biege machen. Und da haben wir den Kabu. Wenn sie wirklich Fans von Waggons wären, hätten sie es nicht von der Arbeit abgehalten. Gong. Kabu, Mann, wie sie die zwei eben abgefertigt haben, war einfach genial. So stelle ich mir einen Feuerrennerleiter vor. Wie geht das? Ah, ihr müsst Hopp und Maike sein. Die beiden Trainer, denen Delian eine Empfehlung geschrieben hat. Ich wollte die Zeit, bis die ersten Challenger in meinem Stadion auftauchen, sinnvoll nutzen und habe hier noch ein wenig trainiert. Hier in der Galamine 2 gibt es viele Pokémon, die dem Typ Wasser angehören. Das ist der ideale Trainingsort für jemanden wie mich, der auf Feuer-Pokémon spezialisiert ist. Aber es wird langsam spät. Wenn ihr die Mine verlasst und geradeaus weitergeht, gelangt ihr nach Engine City. Quartiert euch dort im Hotel ein und ruht euch gut aus, damit ihr in Topform seid, wenn ihr gegen mich antretet. Du solltest auch langsam umkehren, Waggon. Komm, ich bring dich nach Hause. Gong. Morgen heiße ich euch ordentlich ein. Morgen? Ich will aber heute kämpfen. Mama! Mein Bruder hat mir erzählt, dass sich viele Trainer an Kabu die Zähne ausbeißen und dann aus Frust die Arena-Challenge hinschmeißen. Aber wir werden schon sehen, wer hier wem einheizt. Ja, das werden wir.
Das werden wir. In der nächsten Folge. Aber die Folge ist noch nicht zu Ende. Aber erst in der nächsten Folge werden wir ihn besiegen oder antreten. So, wir müssen erstmal im Hotel übernachten. Nach dieser Route. Das Waggon von eben war bestimmt hier, um einen Pokéjob zu erledigen. Du weißt, was Pokéjobs sind, oder? Nee, was ist das? Puh, na gut. Dann muss wohl oder übel der zukünftige Champ ran und dir das erklären. In einem von Delions alten Notizheften stand das ungefähr so erklärt. Irgendwelche Filme oder Leute suchen nach Pokémon, die ihnen bei verschiedenen Arbeiten, sogenannten Pokéjobs, unter die Arme greifen. Die Ausschreibung findest du bei Rotomina in jedem beliebigen Pokémon-Center. Okay, wow. Okay, vor uns liegt Engine City. Mann, ich bin alleine. Und alle, ich werde mich im Knospi Inn erstmal richtig schön aufs Ohr hauen. Schließlich steht morgen der Feuerarena-Leiter Kabu auf dem Plan. Jop. Sieht so aus. Ein Mogelbaum! Engine Ortsrand. Ach, hier ist das! Oh! An diesem Ort können wir ein sehr, sehr besonderes Pokémon fangen, was ich unbedingt haben will. Nicht Mogelbaum. Aber dazu kommen wir noch in dieser Folge. Ein neues Teammitglied eventuell. Oh mein Gott! Kawaii! Geilo! Geilomat! Aber was, das ist effektiv. Egal, versuchen wir es mal. Es ist Boden, glaube ich. Oh, verdammt. Ist ja egal, ich mache ja den Pokédex eh zum einen offscreen und zum anderen eher größtenteils erst, nachdem ich alles durch habe im Spiel. Dreimal Level-Ups für alle. Oder halt von der Eiche alle, aber für viele. Catwendel. Na, ist mir eigentlich egal. Tiefschlag mich einfach wegmachen. So. Käfertacke mit ihm. Krass, cool. Houtini Level-Up und Cremi Level-Up. Anziehung. Oh. Da war Duftwolke weg. Da-dum. Okay. Das ist aber... Ich weiß nicht, ob das selten ist oder ob ich es jetzt gleich finden werde. Ich wollte keinen Noctu. Ich liebe Noctu eigentlich. Eigentlich richtig cooles Pokémon so, aber... Not today, Noctu. No, no, no. Not today. Und ich glaube nicht, dass sich mein Pokémon noch entwickeln wird vor dem Feuer-Arena-Leiter Kabu. Ist aber nicht so schlimm. Ich hätte noch 6 Level-Ups gebraucht, aber ich glaube, die kriege ich jetzt nicht mehr. Außer ich push mich jetzt voll mit ein paar Bonbons, aber es ist nicht gleich lame. Mein Starter, der eh schon OP ist, voll zum Müll. Ich weiß ja nicht. Oh! Smogon! Ach, Glibunkel, die gibt's auch hier. Yo, Glibunkel, was geht? Yo, was geht, Alter? Yo, alles gut, und bei dir? Ja, bei mir auch. Das freut mich. Hier, ich spuck dich mal kurz an, ne? Ja, kein Problem, Mann. Ich spuck dich aber auch kurz an. Nein, danke. Okay, tschö. Ich hab mich ausgelacht. Was, kein Level Up? Was? Aber Smogon hat eine Gala-Weiterentwicklung. Scala Smogmog. Oder wie wir es nennen, Gala Dimmersmog. Wegen Dimmerdome, wegen seinem Hut, der ist so groß wie Duck Dimmerdomes Hut. Ja, ich bin unlustig. Warum kill ich sie alle? Vielleicht weil du Level 30 bist, weil ich weiß halt nicht. Level Body Check. Oh, ja, bitte. Danke, Zwarlock, endlich. Badababam. Weiß nicht, immer noch nicht, was mit Hoxel mache. Ich hoffe mal, ich finde das Pokémon, nach dem ich suche. Wo gibt es das denn? In welchen Gräsern? 3 Superbälle. Cool, cool. Was gibt's hier? Noctu? Na, schade. Ich dachte, ich bin in dieses andere Pokémon reingerannt. Und bin nicht etwa dieses Noctu. Haben wir überhaupt heute noch übernachten? Ich glaube, das war mal erst in der nächsten Folge, weil ich mich gerade nicht zu sehr umgucke, weil ich ins eine Pokémon suche eigentlich. Oh, warum dauert das jetzt so lange? Nee, sorry, Mann. Keine Lust. Was ist denn das für ein Pokémon? Kiesling? Warum gibt's denn Kiesling? Naja. Ist zwar nicht das, was ich gesucht habe, aber hey. Kostenlose Erfahrungspunkte. Warum nicht? Nehme ich gerne an mich. Und das ist er tot. Was? Ach, Robustheit. Ja. Aber er ist dafür verwirrt und greift sich selbst an. Habe ich recht?
Hätte ich wohl gern. Aua, das hat weh getan. Dafür gibt's einen Klapser. Blöder Stein, ich mach dich kaputt. Bläh. Und der Stein geht Bahn. Evoi, Level 26. Cool, cool. Okay, suchen wir jetzt aber wirklich nach dem Pokémon, nach dem ich suche. Ah, ist noch ein Trainer? Dann lass immer den Trainer machen, würde ich sagen. Grüß dich, junger Trainer. Wärst du wohl so nett, dich mit mir im Kampf zu messen? Wenn du unbedingt drauf bestehst, ne? Oder ich gucke erst in der nächsten Folge nach. Nach dem Pokémon, damit ich euch nicht langweile. Machen wir nur noch diesen Kampf. Und dann gehen wir ins Inn. Ich glaube, wir machen was, ja. Können wir auch eigentlich nach der Arena machen, weil. Ist eh. Jetzt nichts, was man jetzt für die Arena unbedingt braucht. Aber egal. Wolli ist kaputzke. Wir kriegen Erfahrungsgeske. Und sie hat noch ein Fletiamo. Was? Ach so. Oh. Die habe ich ganz vergessen, Freund. Wie was? Nein, keine Konversion. Aua. Kehrtwende. Zack. Und wer darf kämpfen? Oh. Houtini darf kämpfen. Würde ich sagen. Lol. Oh je, yeah, ich darf kämpfen. Yeah, voll cool. Grasmixer darfst du einsetzen, wenn du Bock hast. Aber auch nur, wenn du Bock hast. Ich hab Bock, ich hab Bock. Cool. Oh, war ja klar, dass ich mal wieder ein Pokémon rein tue, was nicht sehr effektiv ist. Mensch, sorry, dass ich die ganzen Dinger nicht weiß. Mann, ich bin auch blöd. Sorry. Du kannst voll auch rein. Mensch. Aber ich bin froh mit meinem Zwollock tatsächlich. Ich hab's mir schlimmer vorgestellt, um ehrlich zu sein. Aber so ist gut. Boah, Mensch, jetzt lass es nochmal. Aua, es tut weh. Warum? Was ist los mit mir? Was ist los mit mir, Leute? Was? Oh, Mann. Oh, jetzt verschwende ich den Rest der Folge. Oh, Mann. Ich bin blöd. Sorry. Aber wir haben sie besiegt. Die Trainerin. Und kriegen durch Bodycheck leider auch irgendwie nicht Schaden. Ach, weh mir. Wer hätte denn auch ahnen können, dass du dich im Kampf so geschickt anstellst? Sieht man doch. Ich kann es kaum erwarten, mitzuverfolgen, was du in Zukunft noch alles erreichen wirst. Meine Schutzung ist dir sicher. Oh, cool. Oh, wie cool! Ein Mollung! Das ist cool, das Pokémon. Das ist echt cool. Oh, ich bin aber Wasser. Ich werde es eh sofort killen. Was hab ich gemacht? Also, da wird nichts. Egal, ein paar Erfahrungspunkte sind auch cool. Alles Typ Feuer. Ja. Und dachte ich es mir. Okay, egal, nicht ganz so schlimm. So, einmal gucke ich noch ganz kurz rüber, ob ich es nicht vielleicht doch finde. Hui hui. Vielleicht finde ich es ja doch. Komm mal raus hier. Also ich meine jetzt nicht du, Doktor, nicht du, Doktor! Nein! Das guckst mich so an. Egal, ich guck aufs Screen mal. Ja, okay. So, sind wir hier direkt in der Stadt? Oh, nein, noch ein Trainerkampf. Hey, du, ja du, na los, stell dich dem Kräftemessen mit einem Polizisten. Okay, ist der langweilig in der Arbeit oder was? Arthur? Ein Vulcano. Wie das so rausholt, erstmal so wie so eine Pistole. Cool, echt richtig cool. Die Liebe zum Teil ist halt echt cool. Ja, und wir wissen es alle: Polizisten haben immer ein Vulcano. Zumindest war das traditionell in Gen 4. Jo. Fleckleon Level 31, vielleicht habe ich ja noch irgendwie Hoffnung. Du hast gute Pokémon dabei und dein Kampfstil kann sich auch sehen lassen. Dankeschön. Ich wollte prüfen, ob du auf deiner Reise zurechtkommen kannst. Du hast bestanden.
Danke. Schätze ich. Okay. Und hier ist dann die Brücke zu. Ein paar Federn natürlich. Aber auch. Ja, nimm sie doch! Die Feder! Ja! Auch zu. Yeah, hier. Ah, hier sind wir. Okay. Cool. Dann werden wir in der nächsten Folge hier weitermachen in Pokémon Schild. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Und dann würde ich sagen, haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.